ich kenne dich, Mama. Haupt schon, ja. Ich, wenn ich jetzt aber gleich anrufe, dann ist Ruhe. Oder ich mache doch mit Familie. Ich wollte nur die Kopfhörer abziehen. Weil ich will das nicht irgendwie verkacke. Ich habe nur einen Anruf. Erstmal warte, bis irgendeiner da reinkommt, wenn einer reinkommt. Heute rufen wir mal bei The Wahrsager an. Aber erst warten wir mal, bis ein paar noch reinkommen. Ich habe heute nämlich Post gekriegt. Und zwar folgendes. Ich lese euch das mal vor, ja? Ne, wir warten noch ein bisschen. Teilt den Livestream und so. Und dann lese ich euch mal vor, was ich heute so an Post gekriegt habe, ja. An Herrn Gerhard Cartoon, ja, welch Ehre. Ich krieg Post an Gerhard Cartoon, meine Freunde, ja. Welch eine Ehre. Hallo Ella Zukunft. Ella Zukunft, dein Name ist Programm, ja. Dein Name ist heute in diesem Live-Programm, ja. Es geht nämlich heute in diesem Live auch um Zukunft, ja. Um meine Zukunft, ja. Als Mr. Cartoon höchst asozial, ja, werde ich natürlich heute, ja, meinen Gutschein einlöse, ja. Ich habe heute von Viversum habe ich eine Karte geschickt gekriegt. Sehr nett, ja, sehr nett. Da geht's darum, warte. Viversum wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Jetzt lese ich mal vor, Achtung. Ihre Schutzengelbotschaft für 2020. Gabriel ist der Erzengel, der im Mondjahr 2020 über sie wacht und sie beschützt. Wow! Als Herrscher über das Unbewusste und die Emotionen hat er folgende Botschaft für sie. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Folgen Sie Ihrem Herzen, hören Sie auf Ihre Intuition. Was sich richtig anfühlt, das ist auch richtig. Echt, du hast wirklich Zukunft mit Mädchenname. Cool. Ey, das ist wirklich nice. Andere müssen viel bezahlen für so einen Künstlername. Du hast ihn schon drin. Genauso wie bei uns mit Doll, ja. Achtung, ich lese weiter, ja. Also teilen, ja, und aufmerksam machen. Das wird hier gleich lustig, weil ich rufe hier gleich, ja, bei meiner, Anna Herzog oder sowas, ja. Ich rufe hier gleich live an, ja, und möchte meine Zukunft wissen in einem Gutscheinwert von 30 Euro. Ja, läuft hier. Aber bei 4 Leute bimmel ich hier noch nicht durch, das ist mir zu... Ja, zu pissig irgendwie. Nee, das macht dann keinen Spaß, ja. Man will ja live vor Ort, ja, sich darüber kaputt lache. Achtung, ich lese weiter. Lieber Herr Cartoon, das ist meine Wenigkeit. Die Weihnachtszeit ist ideal, um endlich zur Ruhe zu kommen und auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Nutzen Sie diese Zeit ganz bewusst, um sich selbst zu finden und sich etwas zu gönnen. Das ist aber nett. Das ist aber wirklich nett, ja. Also da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, ja, so abzuchillen, so, ja, und meine Zeit so zu nutzen. Aber es geht ja weiter. Damit Sie aus dieser Ruhe Kraft ziehen und mit Altem abschließen können, schenken wir Ihnen einen Gutschein im Wert von 30 Dolores. Oh man, na komm. 30 Dolores. Lösen Sie ihn ein unter 0800 60
119, 60, Sternchen, Sternchen. Oder auf www.viversum.de und erfahren Sie von Ihrem Lieblingsberater, was das neue Jahr für Sie bereithält. Eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ihre Anna Herzog, Leiterin und Kundenbetreuung. Jetzt Weihnachtsgutschein einlösen. Gutscheincode Gültigkeit 23.12.2019 bis 2.1.2020. Aber man sagt ja, man soll in so einem, ja, immer das Kleingedruckte lesen, Freunde. Und das tue ich natürlich auch. Also wo war's? Erste Sternchen bei Gutschein im Wert von 30 Euro. Die Verbindung war kurz weg. Na sowas. Ach so, wegen dem Licht wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich zwar ein kleines bisschen dunkler, aber drauf geschissen, ey. Man kann mich ja hören, ja? Und ich bin, ja, nee, pass auf. Also, das erste Sternchen bei Gutschein im Wert von 30 Euro steht folgendes. Gutschein nur einlösbar ab einem Mindestumsatz von 60 Euro. Dies kann innerhalb mehrerer Beratungen, muss allerdings innerhalb des oben angegebenen Aktionszeitraums erreicht werden. Der Betrag ist nicht auszahlbar. Gültig für Telefon-, Chat- oder E-Mail-Beratung. Bonus- und Freiminuten werden vorrangig vor dem eingelösten Gutschein verwendet. Naja, wir gucken einfach mal, würde ich sagen, ja. Hallo Silvia. Natürlich, das hört sich total gut an, Ella. Ja, total nett, total freundlich. Also will ich diesen Gutschein auch mal nutzen, ja. Und will ja schließlich in meine Zukunft gucken, ja. Ich will ja wissen, so, wann stirbt der Gerhard und so krasse Sachen, weißt, und so, wann kriegt er voll Geld und so, kriegt der Gerhard ja noch mehr Frauen und so zum Checken und so. Ja, es gibt so viele Dinge, was der Gerhard 2020 alles wissen will, ja, für diese Zeit, ja. Und das werde ich jetzt mal, ups, das ist ja beschiss. Ich werde da jetzt mal trotzdem abbimmeln. Ich will bei diesem Viversum, will ich da jetzt mal anbimmeln und gucken, was dabei rauskommt, ja. Mal gucken. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ist wirklich an Gerhard Cartoon gerichtet, Alter. Die haben doch den Schuss nicht mehr gehört, ja. Also das nenne ich doch mal ein Künstler sein, ja. Das heißt, die Post geht mittlerweile sogar schon an Gerhard Cartoon. Also ich bin ja echt Fame, ja. Hallo Nadine. So, dann will ich mal anfangen. Das Telefon habe ich natürlich auch schon hier, der Bimmelapparat, ja. Dann muss ich aber die Musik leiser machen. Und dann rufen wir mal bei der netten Tante da mal an, ja, weil die scheint ja ein bisschen mehr über meine Zukunft zu wissen als ich selber, ja. Und vielleicht kriege ich ja irgendwas Krasses raus, ja, wo mir irgendwie für meine Zukunft 2020 hilft, ja. Und da mich das so viel interessiert, ja, was da 2020 so auf mich zukommt, ja, bimmel ich da jetzt einfach mal durch, ja. So, Achtung, da müssen wir mal anrufen. Wie geht das da jetzt? Also, und dann gebe ich den Gutscheincode ein, bestimmt, wenn es bimmelt. Ich mache es natürlich auf laut. Hallo Manuela, ein Winke, Winke. Hallo Andrea. Hallo Stefanie. So, ich bimmel da jetzt durch. 0860. Boah, ich bin so aufgeregt. 11960. So. Jetzt hört hin, was die Zukunft mir berichten möge. Hey, mein, guckt euch das mal. Oh, Scheiße, es geht nicht. Willkommen bei Viversum. Für eine direkte Verbindung zu Ihrem Berater mit der Beraterkennung drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Unterstützung bei der Beraterauswahl benötigen, dann drücken Sie bitte die 2. Für Fragen zu Ihrem Kundenaccount drücken Sie bitte die 3.
Beachten Sie bitte, dass Anfragen zu Ihrem Kundenaccount ausschließlich in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr bearbeitet werden können. Hä? Ja, wo gebe ich meinen Gutscheincode? Ich gehe jetzt einfach mal auf die 1. Denn versuchen Sie umgehend mit einem Viversum-Mitarbeiter zu machen. Wehe, das wird teuer. Das sehe ich an der Telefonrechnung. Und dann schmoret in der Hölle. Bitte warten Sie. Please hold the line. Please hold the line. Fuck, das habe ich seit den 90ern nicht mehr. Seit den 90ern nicht mehr gehört. Please hold the line. Please hold the line. Das ist doch... Herzlich willkommen bei Viversum. Mein Name ist Uwe Gutmann. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Abend, Herr Gutmann. Ich habe da so einen Gutschein gekriegt von euch. Darf ich den einlösen? Hallo? Ich habe einen Gutschein gekriegt von euch. Darf ich den einlösen? Das sind ja vielversprechende Zukunftsnachrichten. Hallo? Ja, ich habe hier einen Brief von Ihnen gekriegt für 30 Euro Gutschein, dass ich beraten werde. Das klingt aber nicht gerade seriös, das Ganze. Ja, noch einmal probiere ich es, ja? Der wusste doch gar nicht was. Der wusste noch nicht mal sein eigenes Leben. Und da will der meine Zukunft sagen. Das ist doch krass. Okay, auf ein neues, ja. Das wird doch zum Machen sein, will der mich ja da. So. Den gebe ich fast bloß. Ja. Hallo Anja. Halt diesen live, das wird bestimmt lustig. Oh, es hoppelt wieder. Willkommen bei Viversum. Für eine direkte Verbindung zu Ihrem Berater mit der Beraterkennung drücken Sie bitte die 1. Nee, doch nicht. Wenn Sie Neukunde sind oder wenn Sie Unterstützung bei der Beraterauswahl benötigen, dann drücken Sie bitte die 2. Für Fragen... Ja, ich brauche Unterstützung, der war doch bekloppt. ...suchen Sie umgehend mit einem Viversum-Mitarbeiter zu verbinden. Ja, bitte. Ich brauche einen Fachmann für mein... Und dafür brauche ich Profis. Warten Sie. Please hold the line. Sag mal, die sind doch alle schon abgespaced. Bitte warten. Was? Willkommen bei Viversum, Melina Wolke, ja, schönen guten Abend. Ich habe von Ihnen einen Gutschein gekriegt im Wert von 30 Euro, den ich einlösen darf. Wo? Den 30-Euro-Gutschein kann man erst ab den 23.12. aktivieren und dann ist er bis dem 2. erst aktiv. Achso, okay. Auf jeden Fall habe ich mich gerade eben direkt durchverbinden lassen zu einem Berater, ja. Der wusste anscheinend nicht, wie die Arbeit hier funktioniert, keine Ahnung, und hat einfach aufgelegt. Ist das normal? Das ist nicht normal. Das kann vielleicht ein technisches Problem sein. Okay, geben Sie mir mal bitte Ihre Telefonnummer. Einen Moment. Ja, einen Moment, ich werde gerade geguckt, ich habe den nicht im Kopf, ich rufe mich so selten selber an. Einen Moment. Aber wird dir nicht angezeigt? Mit der N 9 und 4? Aha. Ist es? Wird dir nicht angezeigt? Die Nummer ist nie angezeigt. Achso, 02473 972 0994. Danke sehr. Dritte und vierte Stelle von der Telefonzelle, bitte. Von was? Achso, 19573. Sieben, drei, ja. Herr Kapton, dann also, Sie möchten sich jetzt mit seinem Berater verbinden lassen? Ja, bitte, ja. Okay, ich brauche bitte, also sagen Sie mir bitte, in welchem Bereich sollte sich der Berater gut auskennen? Ja, so mein Leben nächstes Jahr, so, ja. So, direkt so mein Leben, so.
mit einer netten Dame wäre mir schon angenehm. Okay, dann habe ich die Honey mit 1,8 Note. 4,9 Sterne ist die Bewertung. Mhm. Und die Dame macht Kartenlegen und Tarot, also sie könnte Ihnen das sagen. Ja, dann ist sie gut, ja? Ja, sie hat 4,9 Sterne Bewertung, also. Und die sieht so richtig mal in Zukunft, ja? Ja. Ja, dann ich will die Habe, ne? Okay, dann werde ich jetzt mit der Hani verbinden und sie legt mit Taufe und Nacht auf die Bandansage, wenn der Ruf kommt, okay? Ruft die mich an? Ja, sie ruft die an, sie muss mit Taufe legen, damit sie sie anrufen kann. Ja, hat sie meine Nummer? Das ist diese Nummer, die sie bei uns gespeichert haben, wenn sie sich registriert haben. Ja, aber ich habe Ihnen doch den... Ich habe mit der Frau noch nie was zu tun gehabt. Also meine Nummer hat sie nicht. Okay, aber wir leiten sie weiter zu der Dame und die Dame ruft sie dann an. Also verstehen Sie. Ich habe sie jetzt weitergeleitet, damit sie einen Rückruf bekommen können von der Dame. Das ist alles ein verbindetes System. Also muss ich jetzt da bleiben, weil die anruft. Sie müssen jetzt auflegen, damit sie sie anrufen kann. Ach so, okay. Ja, danke schön. Ja, bitteschön. Ja, wünsche ich auch. Ist läuft doch wie geschmiert, oder Leute? Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt ruft die alte Truller mich an, ja? Kostet mich irgendwie 1,08 Euro oder so ein Scheiß, ja? Und ja, wenn sich das nicht lohnt, ich will wissen, ja, ob ich nächstes Jahr eventuell sterben werde oder sowas, ja? Ich muss das wissen, ja? Ich muss das wissen, ja? Ich muss wissen, ja, ob ich noch der Höllenfürst persönlich werde hier auf Erden, ja, ob ich das Armageddon auslösen werde, vielleicht für die Zukunft oder so, ja. Und das kriegt man jetzt alles raus. Also teilt diesen Livestream, teilt auf jeden krasse Scheiß oder sowas, ja, teilt den Livestream. Das wird jetzt gleich lustig, die Olle ruft ja jetzt gleich ab. Ich hoffe, die sieht auch gut aus, weil ich kann sie ja nicht sehen. Wo ist denn mein Feuerzeug? Jetzt muss ich mich auch erstmal so in die Zukunft begeben, ja. Geht ja schließlich ja um meine Zukunft, ja? Hallo Melanie. Ja, hopp, jetzt ruf Arman. Oh yeah. Badaram bam bam. Noch bimmelt nix. Aber ihr könnt natürlich wieder gleich mithören, ja, wenn die Tante Trulla da anruft, ja, aus der Zukunft oder so, ja, und mir erklärt, ja, was nächstes Jahr so fett abgeht und so. Und natürlich alles sehr professionell, ja, reines Entertainment. Ja, die lässt sich aber lang Zeit. Ja, jetzt habe ich mir eine geile Trulla ausgesucht. Kostet 1 Euro Scheiß irgendwas. Obruf, ah Mensch, das zieht ja schon mal viel von meiner Zukunft ab. Das ist nicht gerade seriös, Leute. Ich sag euch, dieses Ficfelo oder sowas, Ficfehler oder sowas, ach, Fiversum, ja. Also lass die Finger weg, ohne Scheiß. Bis jetzt ist es total ernüchternd. Ich weiß noch nichts über meine Zukunft. Das Einzige, was ich weiß, ist, die hat mir bis jetzt Zukunft geklaut, weil ich mit euch darüber quatsche und die immer noch nicht anruft. Das ist aber sehr, also ich muss wirklich sagen, das ist ja auch mal geschickt eingefädelt, ne? Die sagt, sie ruft an, ja, um über meine Zukunft zu reden. Jetzt warte ich und somit hat die doch schon meine Zukunft beeinflusst, weil ich warte wie ein Bekloppter, ja, auf die Frau. Was ist los hier? Ach, das ist mir scheißegal, meine Nummer steht überall, ja, muss ja auch, das ist mir Latte. Aber wann ruft denn die Olle jetzt da an? Und da haben die mir so schöne Postkarte geschickt und auch noch an Gerhard Cartoon. Habt ihr das eben gehört? Ja, Herr Cartoon, ja, also jetzt mal ohne Scheiß, ja, da kenne ich andere, ja, die denken, die sind Stars, ja, die kriegen noch nicht mal von irgendeinem Postbote den Namen Cartoon. Ich krieg hier Päckchen an Gerhard Cartoon, ja, Bestellungen auf Gerhard Cartoon, ja.
Ich bin also echt Fame, ich bin Promi, ja, ich bin Promi, Diggas, ja, und das, weil ich so bin, wie ich bin, Diggas, versteht ihr? Ah, oh, Mann, cool. So, und man ruft die jetzt endlich an, Mann. War die Nummer überhaupt richtig? Ja. Bist du das sicher? Ja, die ist richtig. Bist du das sicher, dass die richtig ist? Ja, die ist richtig. Also, ja, ich gestern das eingetragen. Wieso ruft die da nicht an? Was ist denn los mit der? Ich nicht. Ja, vielleicht ist die auch noch am Anrufer für mich in der Zukunft, ja? Was mit mir sein wird, weißt du mir, dass sie sich schon so vorbereiten kann, so, hallo Zukunfts-Ich, ja, hallo Zukunfts-Ich, was hat Gerhard in Zukunft vor, gibt's ihn noch in der Zukunft, oder wird er morgen schon vom Bus überholt? Dann 30 Euro sind schon verbraucht durch das Gespräch, ja, das glaube ich auch, jetzt mal ohne Scheiß, was für eine, boah. Diese Worte darf ich gar nicht. Alleine schon der erste Typ, der wusste doch gar nichts über sein Fachbescheid. Für mich kam das rüber, als wäre das ein Inder und der betet eine Kuh an. Das ist ja krass. Das ist ja mega. Also irgendwie ruft an. Was ist los hier? Hallo Ramona. Also ich kann euch sagen, ja, also ich kann euch sagen, jetzt ist das live, es ist live, ja. Diese Scheiße von Viversum, ja, die ist voll für den Arsch, ja, die ist voll für den Arsch. Ja, ich habe da jetzt zweimal angebimmelt, ja. Einmal kam da so ein, ich behaupte es mal, ein Inder ans Telefon, der gar nicht wusste, um was es hier geht. Da dachte, ey, was die wollen? Was geht es hier um ein Kuh? Nein, wir machen nur Kuh, ja, wir machen Zukunft für Kuh, ja, ja, Kuh ist bei uns Gott, oh, lalala. Ja, so kam der mir rüber, ja, so wie Ranchit oder sowas, ja, ja, und die Anna Trula, die wollte meine Nummer haben, ja, entweder ruft die nach dem Dienst jetzt an, also wenn ich später offline bin, ja, vielleicht ruft sie mich an, um mit mir zu baggern oder so, ja. Oder die eine Trulla da, wo mich ja anrufen will, weiß nicht, wie man ein Telefon bedient, ja, weil die bestimmt 80 ist, hinter einem Bügelbrett, ja, und telefoniert noch mit Wählscheibe oder so. Ja, was eine Scheiße, ja. Und das hat bestimmt jetzt gekostet, jetzt mal ohne Flachs, Leute, ja. Und wenn der Scheiß nur 12 Euro gekostet hat, der ist ja verfickt teuer dann für das, was ich jetzt über meine Zukunft weiß. Also ich weiß jetzt, ja, für meine Zukunft, ich rufe da nicht mehr an. Ja, das ist Fakt. Für meine Zukunft weiß ich auch, ja, diese Zeit war Lebensverschwendung. Das wird nie wieder passieren, ja, für meine Zukunft, ja, für diese Experten, ja. Aber wisst ihr, was das Geile ist an diesem Papier, ja? Das ist so geil dick, ja. Da kann ich Fettfilter bauen, ja. Ja, da kann ich Fettfilter bauen, ja. Aber ohne Scheiß, um eure Zukunft zu sehen, ja. Ihr seid selber Gestalter eurer Zukunft, ja. Also, lasst euch nicht von so Wahrsager-Oschis aus dem Fernsehen oder so, ja. Irgendeinen Quatsch da erzählen, ja. Und die haben ja noch nicht mal was erzählt, ja. Die eine da, die weiß gar nicht, was abgeht, ja. Und dieser Ranchit, ja. Und dachte, ich suche irgendwie eine Kuh, wo ich anhuldigen kann oder so, ja. Ja. Hallo, Vera. Ja. Ach, du kannst mir die Zukunft voraussagen, Sonja. Nein, hier ist noch eine Sonja, die kann auch die Zukunft voraussagen. Also ich sage voraus, ich rufe da nicht mehr an. Und ich sage voraus, wenn die in den nächsten 2-3 Minuten hier nicht anruft, ja, dann ist das Kapitel Wahrsagerei beendet. Ja. Nur Lug und Betrug, sag ich euch, Leute. Da ruft man die Popsack an, ja. Und dann wird man noch beschissen, ja. Das kostet mich mein Geld, ja. Und dann wird man auch noch beschissen. Die ruft immer nicht an, ne. Und das ist eine, die hat eine Bombebewertung, das muss man sich mal reintun, ja. Von was denn, ja.
in ihrem Rotlichtgewerbe vielleicht, ja, wenn sie nachher dann mit diesem Hotline-Scheiß da auf, hat sie vielleicht Bombebewertung, ja, aber wo hat sie denn da eine Bombebewertung verdient? Hä? Leute, mir juckt die Nase, also denkt jemand an mich, bestimmt die Olle da jetzt, wo meine Telefonnummer hat, ja? Vielleicht ruft sie mich heute Nacht an und denkt, meine Sonja schläft schon, ich bin nicht mehr in der Hotline-Service unterwegs, jetzt ruft man den geilen Gayhard an, ja? Also, Baby, ruf ruhig später an, wenn du dies live siehst. Ruf mich an, ruf deinen Daddy an. Aber das kann ich auch erwarten, dass die mich anruft für 1,08 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Das ist ja Mörder, ohne Scheiß. Da hätte ich aber auch echt so eine 0800er oder 900er Bums-Hotline anrufen können, ja. Da hätte ich noch nicht mal einen Hatte gehabt, ja. Hier hatte ich wenigstens eine kleine Erektion, ja. So. Minute sind um. Leute, war cool, ja, mit euch, ja. Aber hat leider nicht so ganz geklappt, ja. Also die... Ich rufe da auch nicht mehr an, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich rufe da nicht mehr an, ich bin doch nicht behindert, ja. Wenn ich da nochmal anrufe, ja, dann kann ich mir Januar kein Brot mehr leisten, ja. Und das muss ja auch nicht sein, ja. Das muss, oh je, Chamas. Das muss auch nicht sein. Ja, und in diesem Sinne sage ich einfach mal, peace and out. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Cartoon, höchst asozial.